Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Immer noch am Amazonas und ich muss ja noch für diese Mission vegetarische Piranha mit Camu-Camu-Frucht, einmal den schwarzen Piranha mit 2 Kilo plus und einmal einen einzigartigen, egal ob einen roten oder schwarzen Piranha. Jedenfalls die beiden muss ich hier noch fangen. Dann bin ich hier am Amazonas durch. Das Ganze hier an diesem Spot. Das ist vom Bootssteg aus. Hier runterfahren, hier durch, schlängeln, dann hier über den See, hier raus auf den Fluss, einmal hier außen rum, dann hier links rein und dann einfach geradeaus durch bis ans Ufer. Von da kommt man dann. So. Schmeißen wir mal raus hier. Einmal Matchrute. Mit Raute 4.0 Haken und Camu Camu Frucht, die ja nötig ist hier. Und drei Grundruten. Auch mit vierer Haken. Also 4-0er. So, die letzte Route, die schmeißen wir dahin. Auf 55 Meter. Tja, und jetzt brauchen sie nur noch beißen. Wenn sie denn Lust dazu haben. Meistens machen sie ja nur Klingelstreiche. So wie jetzt eben. Der dürfte zu klein sein. Kilo zu wenig. Die Matchrute ist schon wieder in den Seerosen drin. Ja, nicht nur piep, 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 piep. Anbeißen. Möglichst ein einzigartiger Schwarzer. Da habe ich nämlich beide Fische mit einer Rute. Also mit einem Fisch.
beide Zielfische auf einmal. Dazu muss es aber ein einzigartiger Schwarzer sein. Und die fängt man seltener. Einzigartige Rote fängt man schon öfter mal. Ja, ich habe die Mission mit Absicht nicht eingeschaltet, weil wenn die eingeschaltet ist, dann beißt noch weniger. Schon gar nicht der Zielfisch. Da kann man manchmal wochenlang hier angeln, ohne dass der beißt. Deswegen habe ich die Mission ausgeschaltet. Aber der zählt ja trotzdem. Auch wenn sie nicht aktiv ist. Aber im Moment will wieder gar nichts mehr beißen hier. Piep, piep. Immer nur dieses zaghafte Piep, piep. Hier geht nichts mehr ab, Emmy. Aha, jetzt wollen sie wieder alle auf einmal. Ja, du kommst ja raus aus dem Wasser. Keine Angst. Ich vergesse dich nicht. Und? 1,134. Schon gar nicht so schlecht. Ja, Augenblick Geduld jetzt. Muss ich erstmal hier ablegen, ne? Kann er nicht hexen und blau färben.
Die haben die Bissraten aber ganz schön weit runtergesetzt, nämlich in allen Gewässern. Seit dem letzten Event, St. Patrick's Day Event. Ja, Bing. Wen willst du denn verarschen? Da war niemals ein Fisch in dem Moment. Ist auch die Beißkurve. Ist eigentlich super. Müssten eigentlich beißen wie verrückt. Aber es tut sich einfach nichts. Nur piep piep und keine Bisse. So gut wie keine Bisse. Kann einfach nicht angehen. Ey. Ist ja eh zu klein, sieht man schon am Aufschlag. Unter einem Kilo. Sorry doch, 646 Gramm. Lächerlich. Lächerlich.
Die werfe ich nochmal neu aus. Ist immer viel zu schnell an den Seerosen dran. Die mal da hinsetzen. Es tut sich einfach nichts. Ja, beiß. So ist fein. Das könnte was sein. Wenn es kein Wels ist, ist es ein richtig fetter Piranha. Endlich, den Trophy mit 2 Kilo haben wir. Jetzt fehlt nur noch der einzigartige. Schauen wir mal. Ja, 2 Kilo plus, ja, und das der hier. Ja, bin nur noch der Einzigartige. Dann ist die Mission durch. Na, jetzt habe ich kein Foto gemacht fürs Thumbnail. Na ja, gut, vielleicht war es dann auch der einzigartige. Dann mache ich von denen ein Foto. Und wenn nicht, dann gibt es mal wieder ein normales Thumbnail von dem Moment, wo ich ihn hier rausziehe aus dem Wasser. Und die kleine Anzeige kommt da, dass es ein Trophy ist mit 2, plus Kilo. Das reicht ja dann auch. Muss ja nicht immer das schöne Video sein mit, das schöne Foto sein mit dem Fishing Planet Symbol oben links.
eigentlich zu weit weg von dem Baumstamm da. Aber dicht daran komme ich mit der Rute nicht. Nicht mit dem kleinen Köder. Da komme ich nur 38 Meter weit. Mit einer L-Ritze dran, also großen L-Ritze dran, komme ich damit knapp an die 50 Meter. Oh, sieht nicht danach aus, dass hier noch ein einzigartiger beißt. Sieht eher danach aus, dass hier gar nichts mehr beißt. Bei der Posenrute mal die Tiefe ändern. Vielleicht liegt es daran, dass nichts beißt. Gehen wir mal auf 1,11 Meter. Dreißig Meter sogar. Im Endeffekt, wenn er liegt, sind es nur 37 Meter. Im Moment beißen sie nur noch da hinten. Hier vorne beißt gar nichts mehr. Oh, ein Kaiman. Ein Mohrenkaiman. Dürfen eigentlich nicht mehr so genannt werden, ne? Das ist ja Rassismus. So, kann jetzt nicht mal ein einzigartiger beißen hier. Kann nicht so schwer sein. Einfach mal reinbeißen da.
Und auf der Matchroute tut sich gar nichts mehr, egal welche Tiefe man nimmt. Ja, Leute, Video ist lang genug. Den einzigartigen gibt es dann im nächsten Video. Mit dem Trophy haben wir ja einen Zielfisch gefangen. Müsste reichen. Bis dahin, tschüss.